Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir sind in Tangaroa, wir sind durch den Keller jetzt hier angekommen und weiter bin ich gar nicht. Da sind die ersten Roboter. Ich laufe einfach mal geradeaus weiter. Und da ist auch schon ein weiterer Hinweis. Kann ich den vorlesen? Ja. Seit sie die Wasserzufuhr zum Cockpit getrennt haben, ist es ruhig geworden. Sicherheitsteams fahren in ihren lächerlichen Golfmobilen Streife und treiben alle Haustiere zusammen, die sie finden können. Das Boot ist fast fertig, aber wir brauchen noch einen Motor. Der Junge hat uns gefragt, warum wir nicht einfach einen ihrer Motoren für unser Boot stehlen. Eine verrückte Idee, die trotzdem funktionieren könnte. Max Landshof, Founder of the Tangaroa Project, Savior of Earth's Finest. Okay, das ist der Held dieser Stadt, die leider untergegangen ist. Und das sieht aus wie Endgame. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir langlaufen. Wir machen mal den hier. Hat er gerade Pussy gesagt oder was? Drei. Vier. Auch vier Pfeile. Ach, und jetzt kann ich mir eine Schlüsselkarte holen. Gut. Ich gehe einfach mal lang. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Oh nein, da ist schon wieder einer. Gib dir mal Calm Down. Ich will halt alles erforschen, ne? Ihr kennt mich. So. Hier können wir rein. Hier liegt Plastik. Dann fahren wir mal ins achte Stockwerk. Mir ist ganz warm. Ich würde gerne die Treppe benutzen, Leute. Dass sie überhaupt Strom läuft. Überreste-Suppe. Metallpfeil. Oh, das ist sehr gut. Hier ist ein Token, den wir uns genommen haben. Okay. Also wir müssen ein bisschen Looky Looky machen nach diesen Token. Die können hier überall rumliegen. Naja, eine schöne Aussicht ist das jetzt immer nett. Bücher. Plastik. Und hier geht's aufs Dach. Dann lass mich aber erst noch mal kurz schlucki-lucki mal rennen. Hier geht es nämlich auch noch lang. Und hier ist das Bad. Ey, was ein Bad. Stell dir mal vor, ey. Und Klebeband. Geil. Sehr geil. Super geil. Klebeband und ein Safe oder eine Kiste mit Titanerz. Mega. Alter, was ein Bett? Was ein Badezimmer? Das ist ja echt übel, dass das alles kaputt gegangen ist, ne? So. Ist das ein Zeichen, dass ich hier hin muss? Muss ich darüber springen? Mit der Seilrutsche dann. Ja. Ich hoffe, dass es klappt.
Ein weiterer Versuch. Ich habe einen Hinweis gefunden. Oh, ich habe einen Hinweis gefunden. Und ich habe hier aufgemacht. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich mich noch mal ablege. Ich habe es jetzt fünfmal probiert und bin immer wieder abgestürzt. Aber ich will probieren es jetzt einfach weiter, obwohl es dunkel wird. Egal. Das gibt's doch nicht. Ja. Oh. Ja. Wir haben's. Kiste aufnehmen, Schrott aufnehmen. Oh. Und hier geht's runter. Ja, okay. Hier ist auch nochmal ein Koffer. Titanerz, das ist sehr, sehr gut. Hier geht's nicht rein. Und jetzt ist die gute Frage, wo man langläuft, ne? Kann ich da hoch oder was? Ist aber nichts, ne? Oh, leck. So. Wir waren. Kann man sogar von Balkon zu Balkon springen, ne? Wir waren da drin und sind mit der Seilrutsche darüber. Jetzt würde ich hier weitermachen. In der Straße. Hier ist zu. Seaside Barber. Dann gehen wir hier rein. Erstmal links. Kann ich die hier drin abziehen? Ja, ist genug Licht da, gell, Leute? Hier drin kann ich die Lampe abziehen, wenn wir im Haus sind. Oh, ein Metallspeer. Ist das ein Zeichen? Siehst du, jetzt habe ich doch einen dabei. Ich habe extra keinen mitgenommen. Ich wollte so wenig wie möglich mitnehmen. Gut, wir können auch droppen, ne? Das wisst ihr. Vor allem das. Das brauchen wir auch nicht. Die Überreste-Suppe könnte ich am Ende auch rausmachen. Also easy peasy. Guck mal, eine Leseecke. Oh, unser Floß. Oh, es ist zu dunkel, um ein Foto zu machen. Gut. In der Küche waren wir. Weiter geht's. Hier ist ein zerbrochenes Fenster. Hier müssen wir wahrscheinlich weiter. Merken wir uns. So. Wieder ein Bad, aber diesmal kein Bad mit Fenster. Das finde ich gar nicht gut.
Hier ist nichts, ne? Aber interessante Bilder, interessante Pflanzen und vor allem Wahnsinn. Wie gesagt, das ist eine Apokalypse, aber ich fühle mich nicht wie eine Apokalypse. Oder, Leute? Das ist niemals eine Apokalypse. Die wohnen so krass. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Reicheren hier gewohnt haben und die Ärmeren in Caravan Town. Aber das ist jetzt nur auf die Schnelle meine Vermutung. Klebeband. Weil es ist unglaublich, es ist ein unglaublicher Unterschied zu Caravan Town und hier zu Tangaroa. Allein die Musik geht ja noch, ne? Die Bilder und alles hier aus, keine Ahnung, Gold, Messing, ich weiß es nicht, was das ist. Wie gesagt, ich schaue mir alles ganz genau an. Oh, wie der Titanerz. Weil es kann natürlich sein, dass hier noch diese Token rumliegen. Und auch hier in irgendwelchen Schüsselchen zum Beispiel, ne? Okay. War's das? Dann würde ich jetzt wieder hier reinlaufen. Was liegt denn da auf dem Boden? Ah, nee, das ist nur... Gut. Okay. Lass mal kurz schauen, wo wir jetzt hier sind. Hier ist ja nichts. Obwohl, da geht es auch auf Balkons. Ich würde gerne mal da hochgehen, aber lass uns hier erstmal um die Ecke luren, damit das hier noch was liegt. Und ich mache euch mal das Licht an, dann könnt ihr was sehen. Aha. Aha. That's the right way. Hier geht's hoch. So, Lampe abziehen, Flosse wieder an. Und ich hoffe, ich bin nicht zu lange weg für meine kleinen Tierchen. Kiste aufnehmen. So, das sind nur Bretter. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Das ist ein Hinweis wahrscheinlich, dass wir darüber müssen, ne? Konnte ich sein. Da waren wir ja, ne? Wir sind doch von da nach da gerutscht. Da waren wir schon, genau. Hier haben wir die Tür aufgemacht. Das Plastik haben wir liegen lassen. Jetzt sind wir hier drauf. Und jetzt müssten wir eigentlich in das Gebäude. Oder wir müssen hier runter. Lass mich mal kurz noch schauen, was es für Alternativen gibt. Nee, es gibt nur die eine. Weil, wie gesagt, auf dem einen Gebäude wir schon waren. Dann lass uns hier wieder runter. Entschuldigung. Da ärgert sie sich immer, gell? So. Hier ist nichts mehr versteckt. Hier waren wir oben. Und ich achte auch so ein bisschen auf die Seilrutschen, selbstverständlich. Nee, hier können wir nicht rein. So, das ist der Barber. Hier war mal. Das heißt, wir müssen vielleicht hier runter. Hier mache ich auch mal die Tür auf. Schon mal. Der Barber. Warte mal, lass uns mal kurz gucken. In dem Gebäude waren wir. Ah, da müssen wir hin.
Da ist die 2. Wollen wir kurz nach den Tierchen schauen? Wir sind ja gerade hier, ne? Oh, sehr gut. Alles in Ordnung. Alles frisch. So. Ach, ich bin gerade hin und her gerissen, wo ich hingehen soll. Oh, hier liegt's irgendwo. Ich gehe jetzt mal rechts. Da kommen wir nicht rein. Hier machen wir auch auf. Waren wir schon in dem Gebäude und sind darüber gefahren? Wir müssen irgendwie in die 8 mal kommen. Guck mal, da ist ein Seil. Ja, das ist der Haupteingang. Machen wir erstmal die 12. Uff. Noch haben wir zu essen und zu trinken, Leute. Hätten wir vielleicht jetzt nachfüllen müssen. Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal links. Oh. Ein Büro. Ein Steinpfeil. Und Bossratte. Was machten die im Büro? Hier gibt es doch gar nichts zu essen, oder? Gibt es hier was zu essen? Wie konntest du denn hier überleben? Kronst du mir den Song? So, nicht vergessen, die Token mitzunehmen. Ein Steinpfeil. Na, bitteschön. Da ist ein Token. Da ist ein Token, mein Freund. Schrott. Also mit diesen Token hat man hier in Tangaroa anscheinend auch bezahlt, ne? Das sind die Tangaroa-Token, das war die Währung hier. Finde ich ja total spannend. Auf dem Klo liegt kein Geld. Das ist natürlich blöd. Alter, ich verlauf mich hier, ne? Das war der Boss. Hier hat der Boss gesessen. Hier ist der Konferenzraum mit Essen. Ach du heiliger Strohsack. Was kann ich mitnehmen? Rezept Lachssalat und gegarte Kartoffel. Geil. Schmeiße ich die Überreste weg. Ach, und hier ist auch noch eine Kiste. Und dann schmeiße ich noch das weg und dann hoffe ich, dass ich alles aufnehmen kann. Yes. Uff. Wahnsinn. Ne, hier war ich. Sieh ein Token. Ist ja auch noch eine Ratte. Im Mülleimer. Klebeband.
Schrott. Ey, ich will auch nicht den Stein. Keine Angst. Habe ich überhaupt Steine? Lass mich mal ganz schnell durchschauen, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Erdbeeren brauche ich. Die kann ich essen. Danke, bitte, tschüss. Das brauche ich nicht. Und das kann ich jetzt auch als nächstes essen. Tu den Stein raus. Und die gegarte Kartoffel. Weg damit. So, hier geht nichts, hier geht auch nichts. Ist das eine Not? Schrott. Die Aschenbecher sind auch so nobel, ne? Ich denke, als ich kann die mitnehmen. Hier geht es nicht lang. Und ich höre schon wieder Viecher. Ach, hier war ich doch auch schon. Bin ich jetzt hier einmal rumgelaufen oder was? Wir achten mal kurz auf die Fenster, dass die auch zerbrochen sind und ich es nicht checke. Nee, scheint alles gut zu sein. Jupp. Hier auch, ne? Der Jack. Oh, Entschuldigung. Der zweite Jack. Voll im Jack. Check. Der zweite und dritte Check. Okay. Ab in den 14. Stock. Billard. Was ist denn hier los? Kannst du mir das sagen? Oh, nicht getroffen, mein Freund. Ach so, machst du das. Immer wenn ich auf der sicheren Seite bin, hoppelst du weg. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch interessant. So, wir achten bitte alle auf die Fenster, ne? Noch schon wieder ein Steinpfeil. Kusch. Steinpfeile will ich nicht. Mein Freund. Stein will ich nicht, bla will ich auch nicht. Da ist eine Kiste. Ich konnte die von innen looten. Hä? Muss ich jetzt Fragen stellen oder einfach so hinnehmen? Okay. Klebeband, Klebeband. Ist bestimmt wieder irgendein Fenster offen. 100 Pro. Aber nicht hier, mein Freund. Ah, sind wir in dem anderen Zimmer. Wieder ein Klebeband. Stein gleich raus. Eine Metallaxt.
könnten wir ja vielleicht noch gebrauchen, weil wir im Keller noch ein paar Bananen ernten müssen, ne? So, ich mache euch mal Licht an. Ich mache euch mal Licht an. Ganz genau hingucken, dass wir was verpeilen. Da ist noch mehr Klebeband. Was haben die getrunken? Allein die Tassen, guck dir das mal an. Die Tassen sind voll geil. Cool. Oh, hier ist das Fenster offen. Oh, hier geht's weiter, Leute. Okay, dann lasst uns kurz aber gucken, ob wir hier wirklich durch sind. Hier ist das Zimmer, wo die Ratte war, ne? Ich bin nur von hier reingekommen. Ja, okay, gut. Dann werden wir jetzt hier weitermachen. Das werden wir noch wegschmeißen. Drei Steakplätze haben wir noch, ey. Weißt du, wenn es hart auf hart kommt, werde ich vielleicht auch noch Trinkflaschen wegschmeißen. Werde ich vielleicht auch noch machen. Alter. Drahtseilakt, ey. So. Da komme ich nicht hoch. Da waren wir. Da waren wir auch. Da ist unser Floß. Warum soll ich jetzt hier aufs Dach? Um zu sehen, wo wir hin müssen, vielleicht. Warte mal kurz. Hier waren wir ja auch drauf. Ja, ist mir klar, dass wir in dieses Gebäude müssen. Aber warum soll ich hier hin? Da war ich ja auch schon. Ach du heiliger Strohsack. Na gut, wir werden es gemeinsam in der nächsten Folge herausfinden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und kann ich euch eigentlich schon was vorlesen wieder? Doch, ich kann euch nur was vorlesen. Hier. Wir haben endlich einen funktionierenden Motor in einem der Golfmobile gefunden. Der Junge hat uns geholfen, ihn auszubauen und ihn zum Boot zurückzutragen. Ich wünschte, ich wüsste, wohin wir fahren. Der Junge fragt mich ständig, aber ich hoffe einfach nur, dass wir einen trockenen Ort finden. Hanne, lass es uns noch einmal versuchen, wenn wir uns wiedersehen. Die Bananenpflanzen sind von einem riesigen Schwammkäfer befallen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe sie mit Pestiziden besprüht, aber sie sind nicht zu bremsen. Habe versucht, das Cockpit zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Die Käfer werden hier alles zerstören, wenn wir sie nicht aufhalten. Na gut, ihr kleinen Mistviecher. Mal schauen, wie euch der Staubsauger gefällt. Die hatten ein kleines Problem mit Insekten, die lieben hier. Also, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben noch lange nicht hier, wir sind noch lange nicht fertig. Ich bin gespannt, was wir noch alles erleben. Und yo, bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.